Ja, hallo, hört ihr mich? Ausschlag gut? Ja, dann wünsche ich einen schönen guten Morgen zusammen. Heiße Sie alle jetzt recht herzlich willkommen hier. Wir beginnen jetzt mit einem Vortrag über Open Source Routing Maschinen und ich übergebe an die Referentin. Vielen Dank. Ja, dann auch von mir nochmal guten Morgen. Hört man mich gut? So? Okay. Ich bin anders als das Programmheft vielleicht vermuten könnte. Ich bin nicht Daniel, sondern mein Name ist Ciao. Daniel ist aber auch da. Der sitzt hier in der Mitte. Das heißt, bei Fragen oder so gerne immer an Daniel wenden. Genau, wir beide arbeiten bei Mapbox. Einige hier kennen vielleicht Mapbox auch. Also Mapbox ist eine Firma. Unser Ziel ist es quasi, eine API anzubieten für alles Mögliche, was mit interaktiven Karten zu tun hat. Und zu interaktiven Karten gehört natürlich auch Routing und Navigation. Und die Art, also wie wir das bei Mapbox lösen, ist eben mit der Open Source Routing Maschine. Und deswegen sind wir heute hier, um einfach die Open Source Routing Maschine oder auch kurz OSRM vorzustellen. Hier mal kurz eine Karte. Wir sehen Passau. Das ist eine schöne Karte mit OpenStreetMap. Wir wissen alle, es gibt viele Möglichkeiten, OpenStreetMap-Daten schön darzustellen, dass man schöne Karten hat. Und was die Open Source Routing Maschine uns jetzt bietet, ist, auf solchen Karten eben zu routen. Also wir haben zwei Orte, wir wollen von einem Ort zum anderen kommen. Wie finden wir denn zu diesem Ort und wie sieht diese Route aus? Routing Maschinen haben im Prinzip, oder vor allem OSRM, hat quasi zwei Hauptaufgaben. Die erste ist, wir haben die OSM-Daten, das heißt, wir haben eigentlich alle Daten, die wir brauchen, um unserem Planeten, unsere Erde zu beschreiben. Das heißt, wir müssen diese Daten nehmen und daraus irgendwie eine Karte bauen, die, auf denen wir routen können. Das heißt, wir brauchen eine Karte mit Straßen, mit Wegen, auf denen wir fahren können. Davon abhängig ist natürlich, mit welchem Transportmittel wir unterwegs sind oder wir reden von Profilen. In OSM haben wir drei Profile, die wir nativ unterstützen. Das ist einmal das Autoprofil, Fahrrad und Fußgänger. Und je nachdem, ob man eben mit Auto oder mit Fußgängern unterwegs ist, sehen die Routen eben auch anders aus. Was eben dann auch die zweite Aufgabe von OSRM ist, nämlich das eigentliche Berechnen von Routen. Das heißt, wie finde ich eigentlich von A nach B, wie sieht der Weg aus? Und vor allem, wie lange dauert es eigentlich? Wenn ich jetzt zum Beispiel in die Innenstadt laufen möchte, brauche ich jetzt 10 oder 15 oder vielleicht 20 Minuten. Genau. Um OSRM zu benutzen, also um eine Routing-Maschine aufzusetzen, haben wir quasi mit OSRM im Wesentlichen drei Aufgaben oder drei Schritte, die wir machen müssen. Ich habe mal rechts aufgeschrieben, wie das dann aussieht. Wenn Sie zum Beispiel OSRM runterladen und dann installiert haben, was wir brauchen ist, wir müssen einmal den Extrahierschritt aufrufen. Wir haben einmal, dafür brauchen wir einmal die OSM-Daten, also in diesem Fall, wenn wir in Passau routen wollen, brauchen wir die Daten für Bayern zum Beispiel und wir müssen ein Profil angeben. In diesem Fall habe ich mir jetzt mal das K-Profil ausgesucht, also um mit dem Auto unterwegs zu sein. Und was OSRM jetzt quasi macht, ist, je nachdem abhängig, womit wir unterwegs sind, also zum Beispiel jetzt hier mit dem Auto, finden wir die Straßen, auf denen wir routen können. Zum Beispiel, wir wollen jetzt keine Feldwege, die vielleicht sind interessanter für Fußgänger, aber dafür die ganzen Autobahnen mit reinnehmen, um auf denen zu fahren. Und abhängig von diesen Profilen auch haben wir natürlich verschiedene Fahrgeschwindigkeiten, um später dann die Zeiten, die wir brauchen, um eine Strecke zurückzulegen, dementsprechend auch gut bewerten zu können. Also wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, sind wir natürlich schneller als zu Fuß. Genau, diese Profile, also von denen ich geredet habe, Auto, Fußgänger, Fahrrad, die beschreiben wir mit sogenannten Lua-Profilen. Lua ist eine Skriptsprache, die wir hier benutzen, um eben diese Profile zu beschreiben. Und ich habe hier als Beispiel einfach mal einen Ausschnitt von der K-Lua-Datei angegeben. Da sind zum Beispiel angegeben die Geschwindigkeiten für Autobahnen auf Residential-Straßen, also in der Innenstadt. Dann fahren wir 25 km/h im Schnitt oder eben 90 auf der Autobahn. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel auch, wir können auf die Tags zugehen von OSM. Also zum Beispiel mit einem Auto wollen wir nicht, also man kann Blacklisten setzen, zum Beispiel Wege, auf denen wir nicht routen können mit einem Auto. In diesem Fall zum Beispiel
Agricultural oder Private Ways. Und so kann man quasi selbst eigene Profile schreiben. Wenn man jetzt zum Beispiel ein LKW-Profil braucht, könnte man das Autoprofil, das bereits gegeben ist, nehmen, die Fahrgeschwindigkeit einfach runternehmen oder Straßen rausnehmen, die irgendwie eine gewisse Breite oder gewisse Tags nicht erfüllen, und so seine eigenen Profile schreiben. Genau. Der zweite Schritt für OSAM nennt sich dann Contract, das ist die Kontrahierung. Das hat hauptsächlich was mit dem Algorithmus zu tun, den wir benutzen zum Routen. Wer sich vielleicht auskennt, der weiß, was Contraction Hierarchies sind. Für alle anderen ist auch egal. Also es ist quasi die Hauptidee, wie das Routing funktioniert. Und das passiert hier in diesem OSAM-Contract-Schritt, den wir hier aufrufen müssen auf unseren Daten, die wir bereits vorher prozessiert haben. Und hier passiert quasi so die ganze Magie, damit wir später die Routing-Anfragen recht schnell beantworten können. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Schritt. Wir rufen ja einfach auf, OSAM routed, auf unseren Daten, die wir vorher prozessiert haben. Und schon haben wir auf unserem Rechner, auf unserem Desktop eine eigene Routing-Maschine laufen, die auf Anfragen wartet. Und diese Anfragen können wir zum Beispiel machen mit per HTTP, also indem wir einfach auf unseren Browser gehen und unseren Localhost besuchen oder über Curl. Und die sehen so aus, wir sagen quasi, wir wollen einen Trip mit einem Profil, in diesem Fall jetzt als Driving, und wir geben Koordinaten an, von wo zu wo wir fahren möchten. Die Antworten auf unsere Anfragen sehen dann zum Beispiel irgendwie so aus, also hoffentlich ist der Code okay. Wir wissen aber auch, wie weit ist dieser Weg, also in diesem Fall ist es irgendwie ein Weg von 7,5 Kilometern, den wir in 900 Sekunden zurücklegen sollten oder können sollten. Und wir haben aber auch gegeben eine Geometrie, das ist so dieser Wischwasch, den Sie da sehen. Das ist die Geometrie, in diesem Fall ist es als Polyline gecodet. Und diese Geometrie können wir zum Beispiel nutzen, um auf dem Frontend zum Beispiel mit Leaflet Polyline diese Route auch wirklich anzeigen zu lassen. OSAM hat auch ein Frontend, das heißt, wir können einfach das Frontend benutzen, was OSAM mitliefert. Oder können auch einfach eine eigene Webseite schreiben und schwupps haben sie ihre eigene Routing-Maschine, ihre eigene Webseite, mit der sie routen können mit OSAM. Genau, so viel zur Hauptaufgabe von OSAM quasi, das einfache Routen von A nach B. Inzwischen über die Jahre hat OSAM aber noch viele, viele weitere Features, die wir anbieten. Unter anderem eben Map-Matching, Navigationshinweise, Stauinformationen, Distanzmatrixen oder auch Rundtrip-Berechnungen. Und ich will hier einfach auf ein paar Features noch genauer eingehen. Das erste Feature, was ich vorstellen möchte, ist das Map-Matching. Ich weiß nicht, wie bekannt Map-Matching ist, aber im Prinzip ist es einfach nur die Beantwortung auf die Frage, ich habe irgendwie GPS-Traces gesammelt und ich möchte herausfinden, auf welchem Weg bin ich hier eigentlich gelaufen. Was man natürlich nativ machen kann, wir haben ja GPS-Traces, das heißt, wir haben Koordinaten, wir können diese Koordinaten irgendwie anzeigen auf einer Karte und dann einfach naiv verbinden und haben so unsere Route, wie wir irgendwie gelaufen sind. Was bei GPS aber natürlich oftmals, was wir oftmals haben, ist irgendwie, dass unsere Spur nicht ganz sauber ist, das heißt, vielleicht springt der GPS-Punkt manchmal oder manchmal gibt es auch irgendwie Ausreißer und dann landet man auf einmal irgendwie ein paar Kilometer weiter. Oder aber auch, wenn wir zum Beispiel irgendwie abbiegen und wir haben einen Punkt vor und nach dem Abbiegen und verbinden das einfach, dann würden wir natürlich einfach durch so einen Häuserblock laufen und nicht wirklich auf der Straße rumlaufen. Das heißt, was wir haben wollen, ist eigentlich nicht so diese rote Linie, sondern eigentlich irgendwie so diese Linie. Das heißt, wirklich die Information darüber, welche Straßen haben wir genommen, welcher Weg wurde gefahren und aber vielleicht auch so Informationen wie, ich bin in der Nibelungenstraße gestartet, irgendwann habe ich dann die Marienbrücke genommen und bin dann an meinem Ziel angekommen. Und genau das bietet eben auch OSAM, die Routing-Maschine, mit Map-Matching. In diesem Fall auch wieder können wir mit HTTP-Anfragen einfach Map-Matchen. Statt Trip sehen wir hier in der URL quasi, heißt es jetzt Match, und wir geben einfach die Traces als Koordinaten an. Optional können wir hier auch irgendwie Timestamps hinzufügen. Das hilft einfach, dem Map-Matching-Algorithmus irgendwie besser die Routen zu finden. Und die Antworten dazu sieht dann unter anderem irgendwie so aus.
wir haben irgendwie eine gewisse Confidence, also sind gewiss selbstbewusst mit unserem Ergebnis, haben wieder eine Geometrie, die wir anzeigen können, aber eben auch Informationen wie, wie lang ist der Weg eigentlich gewesen, irgendwie in diesem Fall 2000 Meter und wie lange bräuchte man, um irgendwie von danach da zu routen. Unter anderem haben wir aber auch unsere eigene und die einzelnen GPS-Traces. Zu diesen Traces finden wir auch jetzt mehr Informationen, wie zum Beispiel, wir wissen, unser erster Punkt, den wir hatten, befand sich irgendwie auf der Innenstraße, dann waren wir auf der Gottfried-Schäfer-Straße und dann haben wir die Marienbrücke genommen. Genau, und mit Map-Matching kann man quasi jetzt viele verschiedene Anwendungen bauen. Sie könnten quasi, wenn Sie Lust haben, eine eigene Jogging-Tracker-App schreiben und dann sich beim Joggen tracken und dann herausfinden, auf welche Straßen sind sie eigentlich gefahren. Als Beispiel vielleicht kurz, wofür wir bei Mapbox intern Map-Matching benutzen, ist nämlich hauptsächlich für Telemetriedaten. Also hier mal ein Beispiel von Telemetriedaten auf einer Autobahn. Und was wir quasi machen, ist, wir versuchen immer, die OSM-Daten, die Qualität der OSM-Daten zu verbessern. Und hier zum Beispiel, was wir tun mit Bilderkennung, ist, wir raten, wie viele Fahrspuren gibt es eigentlich auf dieser Autobahn. Und wenn man genau hinguckt, kann man vielleicht sagen, okay, sieht aus, als seien es vielleicht 4. Und was wir jetzt machen können, ist mit Map-Matching, also rausfinden, welcher Weg ist das in OSM und dort einfach nachschauen, steht dort auch, sind es 4 Fahrspuren? Und wenn das irgendwie in OSM vielleicht gar nicht hinterlegt ist oder es ist eine andere Anzahl an Fahrspuren, können wir vielleicht mal schauen, ob wir da nicht vielleicht mal was verbessern sollten oder müssten. Eine andere Möglichkeit ist auch, wenn wir jetzt ganz viele GPS-Traces haben über irgendwie einen Weg und versuchen das zu map-matchen und finden aber irgendwie kein Map-Match, dann ist das vielleicht ein Hinweis darauf, dass es eine neue Straße irgendwo gibt, die wir noch gar nicht in OSM haben. Das heißt, dort können wir auch sagen, okay, hier ist irgendwie ein Ort, da sollte vielleicht jemand nochmal draufschauen und nachgucken, ob wir nicht eine neue Straße haben. Genau, ich habe ja schon über Fahrspuren geredet. Ein anderes, ja, quasi Feature, was ich noch gerade vorstellen möchte, ist Navigationsinstruktion oder Anweisung. Das ist jetzt ein Screenshot von unserem Demo-Server von OSM. Also, wenn Sie auf unsere Projekt-Webseite gehen, kann man einfach OSM einfach mal ausprobieren. Und rechts sehen Sie quasi die Hinweise, so biegen Sie rechts ab, biegen Sie links ab und dann kommen Sie irgendwann an Ihrem Ziel an. Und wenn man genauer hinschaut, dann haben wir hier, heißt es nicht nur, ich glaube, da biegt man, ja, heißt es nicht nur, fahr links weiter, sondern wir können auch sagen, es gibt irgendwie 5 Spuren, nimm davon die 2 linken, was natürlich auf Autobahnen oder so auch sehr praktisch ist, von vornherein zu wissen, okay, ich muss mich links halten oder rechts. Genau, das ist diese Navigationsinstruktion oder Hinweise, das ist eine Sache, da haben wir in den letzten Jahr, glaube ich, 1,5 Jahren ziemlich viel Blut, Schweiß und Tränen reingesteckt. Das klingt irgendwie vielleicht so ein bisschen banal. Wir haben ja bereits die Route, wir können ja routen. Es kann ja nicht so schwer sein, irgendwie noch zu sagen, okay, man muss jetzt rechts, links, geradeaus fahren. Wie bei so vielen Dingen liegt dann der Teufel irgendwie im Detail. Für eine lange Zeit sahen unsere Instruktionen zum Beispiel irgendwie so aus. Das heißt, wir haben eine Route und wir haben dann einfach gesagt, okay, wie kommen wir immer zum nächsten Schritt? Und dann sahen ganz viele Schritte irgendwie so aus, continue, continue, continue. Spätestens, wenn man irgendwas bauen würde, was dann die Instruktion vorlesen würde, ist es, glaube ich, ziemlich nervig. Inzwischen sieht das Ganze ganz anders aus. Ein paar Beispiele einfach. Ich bin wieder ein bisschen durch Passau gelaufen. Hier zum Beispiel, wenn wir wieder auf der Nibelungenstraße unterwegs sind, ist es ein Fall, hier wollen wir links abbiegen. Aber wenn wir weiterfahren, ist es jetzt kein rechts abbiegen, sondern ein rechts halten. Und das sind einfach so viele Dinge, wo man achten muss, wie man so Instruktionen intuitiv macht. Und da spielen sehr viele Faktoren mit rein. Also zum Beispiel in diesem Fall ist es wahrscheinlich, dass da die Straße, wo wir drauf abbiegen wollen, den gleichen Straßennamen hat. Aber unter anderem sind es auch so Sachen wie, wie breit ist eigentlich die Straße, auf der ich mich befinde. Also wenn ich zum Beispiel auf einer relativ schmalen Straße bin und ich biege jetzt irgendwie um 30 Grad ab, dann empfinden wir das intuitiv vielleicht eher als abbiegen, als wenn wir auf einer Straße sind mit 5 Spuren und dann sind das irgendwie 30 Grad, dann ist es vielleicht nur so eine leichte Krümmung. Und dementsprechend muss man eben auch diese Instruktionen und diese Anweisungen anpassen. Einfach ein paar weitere Beispiele. Hier zum Beispiel, das ist ein U-Turn und nicht irgendwie zweimal rechts abbiegen. Und manchmal ist es auch sinnvoll, einfach mal die Klappe zu halten und gar nichts zu sagen. Auch wenn
der Weg irgendwie so aussieht, als müsste man sich irgendwie rechts halten, dann irgendwo einfädeln und irgendwie rechts halten. Wir als Menschen würden einfach sagen, fahr einfach geradeaus und einfach nichts sagen. Genau, die schöne Information oder das Gute daran ist, die meiste Arbeit ist getan. Wir haben sehr, sehr viele Randfälle hier abgedeckt. Anderes Beispiel sind Verkehrsinseln. Ich glaube, Sie ahnen gar nicht, wie frustrierend Verkehrsinseln sein können. Also viele dieser Randfälle sind abgedeckt, wahrscheinlich aber oder ziemlich sicher noch lange nicht alle. Das heißt, wenn Sie irgendwie witzige oder komische Instruktionen finden, gerne einfach an uns schicken. Wir freuen uns drüber. Dann können wir da noch ein bisschen rumschrauben, dass wir das alles auch noch ein bisschen intuitiver halten. Genau, also mit diesen Instruktionen zum Beispiel könnte man jetzt einfach OSM nehmen und eine eigene Navigations-App, zum Beispiel auf einem Handy oder sowas, schreiben. Wenn wir schon beim Navigieren sind, dann noch ein anderes Thema ist natürlich für uns alle wichtig, Verkehrsinformationen oder kurz Stau. Was OSRM inzwischen auch anbietet, ist das Updaten von gewissen Kanten. Wenn wir zum Beispiel einen Stau entdeckt haben und irgendwie wissen, hier an dieser Stelle können wir jetzt nur noch langsam fahren, können wir in dem OSRM-Contract-Schritt, wer sich erinnert, das ist der zweite dieser drei Schritte, die wir brauchen, um unsere Routing-Maschine zu starten, so ein Speed-File updaten. Also hier in diesem Fall heißt sie updates.csv. Und die sieht dann irgendwie so aus, dass wir sagen, okay, von dieser OSM-ID zu dieser OSM-ID können wir jetzt, obwohl es vielleicht eine Autobahn ist, nur noch 14 km/h fahren. Und mit diesen Informationen können wir quasi unsere Routing-Maschine füttern und eine Routing-Maschine bauen, die eben Staus umfährt oder auch irgendwie Karten bauen wie diese, wo wir sehen, okay, auf dieser Brücke ist gerade Stau, da lieber nicht drüber langfahren. Woanders sieht's grüner aus, nehmt am besten den Weg. Genau. Das sind so die drei Hauptfeatures, die ich hier kurz anreißen wollte. Es gibt noch ein paar andere. Ich will jetzt aber lieber noch ein bisschen darüber reden. Das ist das, was OSRM zurzeit kann. Wohin soll es jetzt eigentlich so in den nächsten Monaten gehen? Und ich habe es vorhin vielleicht schon erwähnt, wir benutzen einen Algorithmus, der heißt Contraction Hierarchies, um Routen zu berechnen. Das heißt, wir haben irgendwie unseren Planet-File mit OSM-Daten. Daraus können wir dann irgendwie unsere Karten bauen, je nachdem für Autos, für Fußgänger, für Fahrräder und darauf routen. Und der tolle Vorteil von Contraction Hierarchies ist, wer es schon mal benutzt hat, dieses Finden von Routen ist wirklich, wirklich schnell, super schnell. Also wir reden hier von 4 oder 5 Millisekunden, als für uns Menschen eigentlich ist die Route sofort da. Außer vielleicht, Sie wollen irgendwie nach Asien fahren, dann brauchen Sie vielleicht, ich weiß nicht genau, 50 oder 100 Millisekunden, dann dauert das ein bisschen länger. Der große Nachteil bei Contraction Hierarchies ist allerdings, dieses Bauen von diesen Karten, auf denen wir routen können, dauert viele, viele Stunden. Und also wir prozessieren immer den kompletten Planeten, das dauert natürlich nochmal länger, aber wenn ich viele Stunden sage, sind das nicht 2 oder 3, sondern ich glaube, fürs Auto brauchen wir um die 10 oder so. Und ich glaube, der Fußgängergraph, den kriegen wir nicht in einen Tag hin. Also er braucht länger als 24 Stunden. Und wir haben gerade über Stau geredet. Bis wir also quasi unsere Staudaten haben und kontrahiert haben und den Stau umfahren können nach 10 Stunden, hat sich das Problem eigentlich auch gelöst. Deswegen sind wir gerade dran, diesen Hauptalgorithmus quasi umzuschreiben. Wir gehen wieder zurück oder wir versuchen zurückzugehen auf einen Dijkstra-basierten Ansatz. Die Idee ist quasi, dass man irgendwie auf einem gröberen Netz, auf einem gröberen Graphen routet und sagt, okay, irgendwie man teilt es in Regionen auf und routet darüber und dann guckt man im Detail genau, auf welchen Straßen bin ich eigentlich, sodass wir immer noch genügend schnell eine Route finden, einfach weil wir reden hier von 4 Millisekunden, das heißt, da ist eigentlich noch im Millisekundenbereich noch genügend Platz nach oben, die wir Zeit nutzen könnten, um ein bisschen länger an der Route zu berechnen, um dafür eben diese Vorberechnungen schneller zu machen, damit das nicht so lang dauert. Genau, also vielleicht nochmal kurz OSM in kurz und knapp. Wir haben hoffentlich viele, viele nützliche Features neben dem Routing, für das man OSM nutzen kann, die wir eben mit einer HTTP-API aufrufen können. Wir haben aber auch Bindings für Node.js. Ich habe jetzt rausgefunden, letzten Tage auch mit R und Python. Das Ganze funktioniert nativ mit OSM-Daten.
Und wir können das Ganze konfigurieren durch verschiedene Profile, aber auch andere Informationen, wie wenn wir Verkehrsinformationen haben oder Staudaten, um hoffentlich ganz viele Apps oder ganz viele Programme zu schreiben, die irgendwie mit Navigation und Routing zu tun haben. Genau, als Beispiel hier rechts, das ist auch was, was wir über Mapbox gerade ein bisschen ausprobieren, sind Isochrones, also von einem Startpunkt, welche Bereiche kann ich alle erreichen in 10 Minuten, in 15 Minuten, in 20 Minuten und so weiter. Genau, wir freuen uns immer, wenn uns gezeigt wird, wofür eigentlich OSRM so benutzt wird oder auch wenn jemand von seinen Problemen berichtet von OSRM, irgendwie was nicht so gut funktioniert. Wir sind auf GitHub, wir haben auch einen Issue-Tracker, das heißt, schreibt uns, stellt uns Fragen, wenn irgendwas nicht klar ist. Und das war es erstmal von meiner Seite. Ja, dann zunächst einmal vielen Dank an die Referentin. Sind zunächst erstmal irgendwelche Fragen aus dem Publikum? Ja, bitte. Ja, meine Frage wäre, du sagtest, bei den Abbiegehinweisen gibt es nahezu keine Randfälle mehr, die ihr nicht behandeln könnt. Ich habe mich jetzt auch im letzten Jahr damit beschäftigt und habe zum Beispiel es nicht hingekriegt, über das Wiesbadener Kreuz zu fahren, ohne dass es entweder zu viel oder zu wenig Hinweise gibt. Würde das beim Wiesbadener Kreuz jetzt richtig funktionieren? Das können wir gleich mal nachschauen. Es würde mich auch interessieren. Oder wir können, ist interessant, wir gucken nachher mal. Können wir auf dem Demo-Server mal nachschauen, wie wir über das Wiesbadener Kreuz routen. So, ich habe hier hinten noch eine Frage. Naja, da sonst keine Fragen sind, ich wollte eigentlich nicht so ins Detail gehen hier mit einer Frage, aber dann, wenn sonst keiner fragt und wir noch ein bisschen Zeit haben. Was mir aufgefallen ist, derselbe Fehler, den Google am Anfang auch hatte, wenn ein Autobahnkreuz in einem Bogen verläuft und man über die Nebenspur, wenn die kürzer ist als die Hauptspur, dann wird man immer über die Nebenspur geleitet, zum Beispiel im Autobahnkreuz Oberhausen, da ist das so. Müsste der Tranklink wahrscheinlich ein bisschen mehr Kosten bekommen, damit er nicht darüber geht. Ist das aktuell so? Also wir haben, also ich weiß, dass wir auf jeden Fall Penalties haben für Trunk. Also wir schauen schon, ob das eine Auffahrt ist oder nicht. Wenn Sie da auf jeden Fall was finden. Wie bitte? Oberhausen, Wiesbaden. Kannst du mitschreiben, schauen wir uns nachher an. Achso, wegen Aufzeichnung. Ja, hallo, ich habe auch noch mal eine Frage und zwar nutzt ihr ja diese Verkehrsdaten, aber erstmal meine erste Frage, wo die herkommen, also die Belastungsdaten im Autonetz. Und dann wäre eine zweite Frage, ob es auch Ideen gibt, möglicherweise in der Zukunft dann Routen zu berechnen zu unterschiedlichen Zeiten, also dass man jetzt eine Route berechnet im Berufsverkehr zum Beispiel. Ja, also zu den Daten vielleicht erstmal. Ich weiß, es gibt auf jeden Fall eine Initiative für Open Data im Sinne von Verkehr, aber das funktioniert nicht so richtig. Das, was ich jetzt gezeigt habe, also was wir aus OSM-Seite machen können, ist, dass es technisch möglich ist, Verkehrsdaten einzuspeisen. Das, was ich vorhin gezeigt habe, das sind Daten, die wir bei Mapbox generieren, über unsere Mapbox-Kunden quasi. Also so wirklich, ja, offene Daten, von richtig guten offenen Daten weiß ich jetzt nichts. Das mit den Verkehrsprofilen ist natürlich, ist auf jeden Fall cool und wir auch versuchen, also vor allem für sowas wie, ich kann kein Deutsch, Rush Hour, wie auch immer. Also das sind solche so, wo wir einfach wissen, um 5 oder morgens um 8 ist es immer voll, dass man dann irgendwie andere Straßen nimmt. Das ist ja unabhängig davon, ob wir jetzt Stauinformationen haben oder nicht, kann man sowas bauen, zum Beispiel, wenn man die Information hat. Aktuell müsste man dazu wahrscheinlich mehrere Instanzen laufen lassen, dass man verschiedene Daten hochlädt und dann auf seinem Rechner 5 verschiedene OSRM-Instanzen laufen hat. Was sind die technischen Pläne, um von diesem Kontraktionsalgorithmus zu einer Live-Berechnung mit den Verkehrsdaten, um die Performance zu behalten? Also quasi, wenn das mit Contraction Hierarchies nicht funktioniert. Also was aktuell OSRM macht, aber das ist eigentlich keine richtig gute Lösung, es ist nur eine, die funktioniert so ein bisschen, ist, also Contraction Hierarchies
vielleicht ganz kurz, gibt gewissen Knoten irgendwie eine Wichtigkeit, solche Autobahnen sind wichtiger und baut dann irgendwie einen Prioritätengrafen auf, um darauf dann irgendwie vor allem wichtige Knoten anzuschauen. Was wir zum Beispiel machen ist, wir machen diese Kontraktion nicht komplett, sondern irgendwie nur 90% oder sowas. Und dann funktioniert, dann läuft die Kontraktion irgendwie, geht die schneller, weil wir sie nicht ganz beenden müssen und routen dann darauf. Also das geht auch aktuell mit einem Parameter auf OSAM. Wir haben es jetzt nicht groß beworben, weil es nicht eine wirklich gute Lösung ist. Was eigentlich man machen möchte, es gibt einmal einen Algorithmus, der heißt CCH, also Customizable Contraction Hierarchies. Da gibt es Paper dazu, die quasi irgendwie so Updates erlaubt. Oder eben, was ich erwähnt habe, so ein Dijkstra-Ansatz auf das heißt Multilevel Dijkstra, irgendwie auf verschiedenen Leveln quasi oder Layern, dass man darauf dann Dijkstra laufen lässt. Und da auch, das dann auch nicht so lange dauert, die Vorbereitung. Das sind so die zwei Möglichkeiten, die mir jetzt bekannt sind. So, dann nochmal herzlichen Dank an die Referentin. Die Fragen müssen wir sonst dahin in die Pause verschieben. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit für den Raumwechsel und für den nächsten Referenten, sich vorzubereiten. Nochmal vielen Dank für den spannenden Vortrag. Dankeschön.